sicher mit der Leber raus. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 1, der Othello-Mod. In der letzten Folge waren wir am Ork-Friedhof unterwegs. Da haben wir cheatende Orks getroffen mit Speedtech und zu viel Schaden. Und in der Folge sammeln wir ein paar Heilpflanzen für Iberien, alten Knacker, weil der simuliert da hinten im Lager rum. Also los geht's. Ich habe keine Ahnung, wo hier in dem neuen Sumpf die ganzen Heilpflanzen sind. Aber wir schauen uns hier mal um, würde ich sagen. Schön, überlebt. Okay, da wollen wir mal wieder unnötiger Schaden, den sie in der Mod eingefügt haben. Jemand aus der Kommentare meinte mal, dass es hier irgendwie bis Kapitel 2 einen Lehrer gab, der einen beibringt, die Explosion, dass man bei der Explosion der Blutfliegen keinen Schaden bekommt. Also der meinte, irgendein Templer bringt das einem bei, ich habe hier keinen gesehen oder gefunden. Aber gut zu wissen, würde ich sagen. Okay, wir gucken erstmal weiter. Bevor wir uns hier wieder hochheilen, klatschen wir ein paar Warane, würde ich sagen. Komm mal her. So, da waren die. Ich hoffe, die Sumpfeier haben kein Gruppenverhalten, denn dann ist schlecht. Komm mal raus. Scheiße. Oder wie schnell beißen die denn zu? Hält, bitte. Bitte einmal kritten. Alter, war der Glück. Holy shit, wäre der jetzt nicht Stormwerk tot. Ja, dann sind wir schon wieder in der Lage, dass wir keine Heilung haben. Was mache ich jetzt? Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns, weil wir keine Heiltränke mehr haben. Wir sind nämlich arme Schweine. Finanzamt hat zugeschlagen. Da kann Tanzverbot ein Lied von singen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir teleportieren uns zum neuen Lager. Machen da ein Schläfchen. Ich weiß, ist komplett scheiße jetzt gerade, weil sehr zeitintensiv ist. Aber ich habe keine Heilung mehr. Ich habe kaum noch Erz, kann mir nichts mehr leisten. Deswegen machen wir jetzt hier, man, machen wir die Scheiße weg. Wir machen hier ein Nickerchen. Und teleportieren uns zum Sumpflager zurück. Gratis Heilung, würde ich sagen. Und jetzt muss ich aufpassen, weil die Sumpfhaie, die hauen bzw. beißen so schnell zu, ey, das ist ja unnormal. Also hier war ich gerade eben nicht. Aber da ist ein Varan, den nehmen wir mit. Wir speichern. Wir gehen mal zu der anderen Stelle. Da kam es mir sicherer vor. Da waren keine Sumpfgasdrohnen. Dreckigen Mistviecher. Ich bräuchte eigentlich unbedingt eine andere Rüstung, ey. Die Rüstung lässt viel zu viel durch. Immer noch, nee. Wie immer noch, muss man sagen. So, ich würde mal sagen, den schnappen wir uns hier mal. Den weißen Hai. Voll daneben.
Schöner Treffer. Noch ein schöner Treffer. Die gehen wegen wenigsten gut Erfahrung, muss man sagen. Aber speichern ist hier ganz wichtig. Jo, wo geht jetzt hin? Hier sind ja überall welche. An jeder. Alter, wie viele sind denn hier? Wollt ihr mich verarschen? Dann komm du erstmal. Dann ist der Rückweg wenigstens sicher. Scheiß Drohne, verzieh dich! Jetzt kritte doch mal den Hai weg, Mann! Junge, will er mich verarschen? Ja, aber er trifft mich auf 10 Kilometer. Irgendwie. Wie hatten die mich gerade so hart runtergestochen? Jetzt mal ohne Witz. Ich hab nicht mal mitgekriegt, dass die gestochen hat. Das ist ja lächerlich, Alter. Nee, die haben alle Speedhack aktiviert. Die haben hier, die cheaten hier alle, haben Arbeitmod an. Apropos Marvin, der kann mal mitkommen. Der könnte mir helfen. Ja, stell dir vor, der trifft mich von da hinten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich trotzdem nicht trifft. Junge, ich stand einen Kilometer weg, ich verstehe das nicht. Doch, ich stand locker 3-4 Schritt entfernt. Wie hat denn der mich noch getroffen? Ja, wo kommt ihr denn jetzt her? Alter, hab ich mir erschrocken. Ja, der wartet doch schon wieder, oder? Wenn sie explodiert. Ich wusste es. Ja, da ist wieder ein Problem jetzt, muss ich sagen. Heiltränke haben wir nicht mehr. Ach, fick dich doch, die kommt ja jedes Mal. Wir sprinten davon. Oder auch nicht. Ach, da sind noch mehr. Wir laden. Ja gut, das ist jetzt ein Problem. Wir müssen sofort ab durch die Mitte. Verschwinde. Ja, ich muss mir irgendwie Heiltränke kaufen gehen. Ansonsten wird das hier nichts. Ich kann mich jetzt hier nicht hier 3 Sekunden zum Lager teleportieren. Ich habe 150 Erz, sagen wir mal. Das wären 3 Heiltränke, die gefühlt nichts mehr bringen. Nicht besonders schlau. Ich halte mich da lieber raus. Die Geschichte muss doch alles was dran sein. Wenn du meinst. Also ich muss sagen, der Mod ist eine Sache, wenn sie die Gegner stärker machen mit mehr Leben und mit mehr Schaden und so. Ist ja alles in Ordnung. Und vielleicht mal eine neue Fähigkeit oder so. Aber dass die mich über 3 Kilometer gefühlt treffen und dass die irgendwie Speedhack aktiviert haben, ey, das verstehe ich, das sehe ich gar nicht ein. Die Sumpfgastrohne, die hat mich 3-mal getroffen. Innerhalb von einer Sekunde. Was machen eigentlich die Bauern hier, Alter? Geht mal arbeiten, jetzt wie Affen hier. Wirklich. Okay, wie machen wir das jetzt? Kronos, du bist mein Mann. Du bist der Wassermagier der Stunde. Fühl dich geehrt. Ja, das meine ich. Ich müsste jetzt mir eigentlich auch die Flügel holen. Zeig mir deine Ware.
Weil ich töte ja die ganzen Blutfliegen und Sumpfgasdrohnen gerade. Hier. Für 80. Müsste ich jetzt eigentlich mitnehmen. Kann ich verkaufen? Wolfsfell, Keilerfell, Lurkerherz. Ich sage ja, diese Gegenstände sind alle nicht wert, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Wolleradfett. Ein paar Krallen und Federn. Okay, das haben wir schon mal, die Flügel. Lernen wir auch direkt. Blutfliegen, über Blutfliegen. Blutfliegen sind eine Art von Insekten, die in feuchten und schwülen Umgebungen häufig vorkommen. Sie jagen in Gruppen und nutzen ihre geschärften Sinne, um ihre Beute anzugreifen. Durch ihre Flügelschläge kündigen sie ihr bevorstehendes Festmahl an. Sumpfjäger haben gelernt, die Flügel dieser Raubtiere zu erbeuten. Sie ritzen dazu die Rückseite der Blutfliegen ein und entfernen vorsichtig die Flügel, zusammen mit dem umliegenden Gewebe. Anschließend entfernen sie das ungenießbare Fleisch. Okay, zu Kronos. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Da. Ja gut, ich kann zwei hier mitnehmen. Geil. Oh Mann, ey. Zustimmen. So, zum Sumpflager bitte. Quatsch wird viel. Ich glaube kaum, dass sie daran erinnern wird. In der Geschichte muss er was gedacht haben. Ich dachte, dass er ja schon lange gewöhnt. Er hört sich ja überhaupt. Das könnte ja noch nicht sein. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. So, da sind wir wieder. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Wenn ich nur mal wüsste, in welche Richtung die ganzen Pflanzen sind. Ah. Vielleicht hier lang? Rauchten hier rum. Varane. Die sind ja inzwischen etwas lieber, muss ich sagen. Komm mal her. Aber nicht bitte alle auf einmal. Einer nach dem anderen. Sieh da mal dran. Schöner Ding. Jetzt du. Jetzt der nächste. Wer will von euch beiden? Ah, du bist weiter vorne. Du hast die Ehre. Sehr schön. Da ist ja noch einer.
sich gerade versteckt war. So, ewiges Kraut haben wir gefunden. Oh, Mensch. Ist wieder ein Sumpfhai. Davor speichern wir. Weil der den Reichweichenbonus nicht gescheatet. Held, bitte nicht so schlagen. Das ist ein Todesurteil. Stöhn nicht so rum. Du riesige Muschi. Wird dir Sturm. Und wieder speichern. Jetzt ist es ein Baumaal. Ein Baumhai. So. Mal wieder runter jetzt hier. Was soll denn die Scheiße? Komplett verpackt, der Junge. Kuckuck. Mal wieder runter. Ja, dann nicht. Mach ich Schaden mit der Armbrust? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Ich treffe ihn mal. Das ist natürlich sehr schön. Ne, ich mach keinen Schaden. Dann bleibst du halt da oben. Dann kommt er wieder. Ja, von hinten wollte er. Nicht so hauen bitte, hey. Das hatten wir schon mal gerade eben das Thema. So, speichern. Hier ist eine Herde Goblins. Oh, sind ja Goblin-Krieger. Ach, nee, warte mal. Dann laden wir nochmal. Eine Gruppe Goblin-Krieger, die schaffe ich nicht. Dafür ist die Rüstung noch zu schlecht. Ah, hier sind wir schon wieder. Nee, bleib mal da. Ich habe so das Gefühl, dass die Heilpflanzen dann wieder genau da sind, wo die Sumpfgasdrohnen sind. Alles andere wäre zu einfach. Was ist denn dieses ewige Kraut überhaupt? Oder sind das die neuen Pflanzen, die ich brauche? Ja, sind sie sogar. Okay, perfekt. Dann zurück. Wie viel brauchen wir? 4, oder? Ja, 4 brauchen wir. Und wir haben 4. Perfekt. Ab zu Koh Anga. Oder wir leveln. Ach nee, wir kriegen eh gleich Erfahrung. Falls die Erfahrung aber nicht reicht zum Level Up, dann killen wir hier noch irgendwie ins Wesumfeuer. Wir sprinten mal ein bisschen. Früher wäre das ganz anders.
So, Iberion, kannst aufhören zu simulieren. Ich hab dir Kraut besorgt. Kannst erstmal eh durchziehen. Ich habe noch nicht genug Heilkräuter gefunden. Vielleicht hat auch Fortuno, der Kräuterhändler, zurzeit einige davon in seinen Regalen. Beeil dich, ich brauche 5 Stück. Iberion bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, hab ich mich gerade verlesen? Was? Warte mal. Ach so. 4 grüne und 4 orangefarbene Blätter. Nee, warte, was? Dann nochmal was. Ach, da oben. 5 Heilkräuter. Ach, scheiße. Ich hab uns unten nur gelesen. Sorry, Leute. Wieder mal ein Fail von mir. Ich hab jetzt unten nur den Text gelesen. Beziehungsweise überflogen. Und da stand überall nur 4. Erstmal abwarten. War doch klar, dass es ja. Daher dachte ich, das reicht jetzt. Das ist eine gute Quizfrage. Für die Community beim nächsten Mal. Okay, dann müssen wir mal rein in den Sumpf. So eine Scheiße, ich dachte, wir wären fertig. Cool, da haben wir es schon. Halt. So, Koranga, jetzt aber. Ich wollte dich nur anteasen. Ich wollte dich nur wuschig machen. War doch klar, dass das Ärger gibt. War nicht besonders schlau. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Nein! Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Was soll ich, Koangar, was soll ich mit einem scheiß leeren Runenstein anfangen? Bist du besoffen oder was? Mann, ich bin kein Magier. Gib mir Erz oder gib mir eine Waffe oder gib mir eine Rüstung. Gib mir alles. Aber doch keinen scheiß leeren Runenstein. Der ist ja komplett lost, der Junge. Und jetzt kommt auch noch mein Lieblingsparty. Mann, ein Spiel. Ab zu den Wassermagiern. Schön den Rücken krumm schuppen für Saturas. Geil. Der fühlt wieder ein Fest. Für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Doch, ihr könnt alle gerne wissen, dass ich jetzt gleich wieder die Hose runterziehen kann für Saturas. So, jetzt mal Kor-Kalom.
Besetztümer plündern. Der ist auch ein bisschen dumm gewesen, muss man sagen. Hätte Quarkalon mehr hier mitgenommen alles. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Also den Fokus und den Eimer nach. Dann hätten wir den Stäbe ja nie aufhalten können, so wirklich. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Kane, du hältst jetzt die Finger zurück. Die Finger soll dich dir schneiden, Prügel! Ein Halt's Maul! Ich höre nicht mehr. Der hat ihn fertig gemacht! Niemand vergräbt sich an meinen Jungs! Halt, bin ich das! Du hast gewonnen! Schon gut! Entspannt euch! Du hast gewonnen! Schon gut! Wer kommt denn da jetzt? Lass dich hier nie wieder blicken! Ey, wo ist jetzt vor dem Korkal um die Truhe, Alter? Da war doch die, oder nicht? Entspannt euch. Ach scheiße, der 1000 Leben, oder? Oh Mann, ich glaube, die Musik laden. Ist der noch sauer, oder? Muss nicht jeder gleich wissen. Nö, alt wie ein Schild. Also Mietisch, Wohntisch. Ich höre nicht mehr. Ich höre mit der Leber raus. Ja, wo sitzen jetzt die Sachen? Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Das ist ein Problem schon wieder. Weil als ich mit Dexter das Rezept hier geholt habe, der war ja hier drin in der Truhe. Ach, warte mal, hier war ein Schalter. Aha. War nicht besonders schlau. Manche lernen eben gar nichts dazu. Lass mal abwarten. Es wird nicht zu heiß gegessen, wie es gemacht wird. Ja, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Gerade passiert? Ausbruchplan? Okay, ich soll mich hier umsehen für den Almanach. Dann trinken wir erstmal einen Trank. Hallo? Ja, gleich finden wir hier unten Korkalom. Der fährt eine wilde Party mit irgendwelchen Girls. Eine Fackel haben wir hier futten. Können wir die anzünden? Nee. Noch eine Fackel. Und noch eine Fackel. Was haben wir hier jetzt? Oh nein. Kommen die alle? Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, scheiße. Das habe ich irgendwie kommen sehen jetzt. Ne, oder ne. Spiel ist abgestürzt? Ja, Leute, Spiel ist abgestürzt. Wir machen einen kleinen Schnitt. So Leute, da bin ich wieder. Ich glaube, das erste Mal, dass die Mod jetzt abgestürzt ist. Keine Ahnung. Vielleicht wegen dem neuen Bereich hier unten kann sein. Gut, ich würde sagen, wir heilen uns mal hoch komplett. Weil diese Goblin-Krieger, die machen schon ordentlich Schaden. Ich brauche unbedingt eine bessere Rüstung, ey. Wenn ich da mal Erz hätte. So, was kann ich denn jetzt hier futtern? Die Äpfel.
So, speichern. Jetzt probieren wir den Bums nochmal. Der Problem ist halt, dass die alle kommen. Wenn es nur zwei oder drei wären, die kommen, ja, so in Ordnung, aber... Die ganze Gruppe ist ziemlich kacke. Okay, die kommen. Okay, das war ganz gut. Schöne Sache. Ja, man muss ein bisschen strategisch spielen, Leute. Das war nicht so meine Stärke, wie ihr wisst. Aber mal muss sein. Scheiße, voll daneben. Wieder voll daneben. Aber da war nicht gerade für einen Triple Hit. So, der letzte. Hoffe ich. So, immer eine Fackel raus. Was hier versteckt? Apoa-Flasche, super. Ich dachte, ein Lederbeutel. Das war sicher noch nicht alles, oder? Ach du Scheiße. Hallo? Von hinten. Immer von hinten, Leute. Bisschen Plunder, zu rauchen, wie immer, Korkalom. So, dann gucken wir mal, was in den Truhen ist. Speichern. Lebensmittel. Geheime Vorräte, die er dem Lager geklaut hat. Zauber. Handvoll Münzen, das ist schön. Mein Junge, willst du mich verarschen? Alter, ein paar geile Tränke. Die sieg sehr gerne, muss ich sagen. Richtig, richtig gerne. Naja, das hier nicht so gerne, muss ich sagen. Und hier vorne war noch eine. Bisschen Plunder. Aber ja, damit. So, gucken wir mal. Bisschen Erfahrung. Schadet nie. Ach du Scheiße. So, ihr wartet mal kurz bitte. Hier ist der Safe Room. So, wir speichern. Nein, nicht reinkommen. Draußen bleiben.
So, dann gehen wir mal weiter. Oh nein. Ja, die anderen waren ein bisschen dumm gewesen. Scheiße, sind ziemlich viele, wa? Geht's nicht weiter? Da hinten vielleicht? Ein paar Federn? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, neuladen. Scheiße, scheiße. Immer in Bewegung bleiben. Scheiße. Ja, da muss ich mich nochmal heilen. Das ist immer ganz knapp. Hier, wir haben ein paar Äpfel bekommen von Korkalom. Die setzen wir gleich mal ein. Schöne Banane, die stecken wir ins Popo. So wie die Sache deutet, kommt gleich die nächste Gruppe, deswegen heilen wir uns direkt. Sind wir gleich wieder tot. Nächste Gruppe kommt wahrscheinlich da hinten. Der war ziemlich scheiße, die sind hinter mir gespawnt. Alter, wie groß ist denn die Scheiße hier schon wieder? Klar, funktioniert nicht. Vielleicht hätte sie später öffnen. Klar, später ist dann hier, keine Ahnung, plötzlich ein Mechaniker gewesen, der hat den Hebel repariert. Denn deswegen lässt er sich nachher öffnen. Okay, dann schauen wir uns den anderen Gang mal an. Hier ging es hier auch noch weiter. Ja.
Alter, ist das hier eine knappe Sache, ohne Witz. Ich mach lieber einen Heiltrank. Gleich zwei am besten. Also ich muss sagen, man kriegt ja gute Erfahrung, aber man muss es ja ziemlich viel einstecken hier, ey. Die Echse wenigstens was wert? Naja, wahrscheinlich 5 oder so, oder? Ich hoffe. Dass ich damit ein bisschen Erz machen kann. Oh, ein Lederbeutel, schön. Hier spawnen direkt die nächsten. Beile. Ich hab komplett für Orientierung verloren. Hier war ich aber schon, oder? Ja, hier war ich. Ein Heiltrank. Ein Wunder Gottes. Ein paar Fische. Wer bist du denn? Ich stieß auf die Leiche eines Novizen. Er trug ein paar aus einem Buch herausgerissene Seiten bei sich. Es fehlen zu viele Seiten, um den Inhalt zu verstehen. Ich sollte nach den restlichen Seiten suchen, um mehr zu erfahren. Oh Mann. Was liegt da? Licht. Und ein Lederbeutel, schön. Alter. Schön, ich kritte nicht mal anscheinend. Der hält sich ja gefühlt gegen, Alter. Nee, doch nicht. Ich kritte doch. Stirb! Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich den anderen Gang weiter, oder? Da ging es ja noch weiter. Ah, jetzt spawnen hier überall Zombies, ja? An die Wand mit dir! Ich hätte gedacht, dass die Seiten jetzt bei haben, aber dem ist nicht so. Also wenn jetzt wirklich überall Zombies und diese Goblins spawnen, ja, dann ist ja vorbei, ist Feierabend. Wie lang muss ich? Nee, da muss ich nicht lang. Hier ist der Eingang und der Lagerraum. Da muss ich da lang. Hier vorbei. Und jetzt rechts. Hier speichern wir nochmal.
Hier war der Hebel. Funktioniert immer noch nicht. Der Mechaniker war noch nicht da gewesen. Da lang. Wo muss ich denn hin? Geh machen. Glücklicherweise waren die ziemlich scheiße, muss man sagen. Das Schwert. Muss alles zu Erz machen. Geil, nichts drinne. Hier irgendwo was drinne? Nein. Bauplan, Schleuder des Untergangs. Eine Schleuder. Die Schleuder des Untergangs hört sich sehr gefährlich an, muss ich sagen. Eine geile Schleuder. Okay, ist eine Armbrust anscheinend. Naja. Kommen nur wieder Zombies. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Oh ja, hier, bitte. Nein! Okay, der Hit war jetzt richtig unnötig. Scheiße. Scheiße. Beschädigte große Axt. Bronzene Schatulle, eine Säge. So, was hat er jetzt ins Tagebuch geschrieben? Eine weitere Leiche und noch mehr Seiten des Buches. Ich komme der Sache näher. Jemand war sehr daran interessiert, dass die Seiten unentdeckt bleiben. Ich muss weitersuchen. Du musst erstmal einen Heiltrank nehmen. Und die Truhe hier öffnen. Ah. Naja, wir haben ein bisschen Plunder. Super. Krieg Verhöker an den Scheiß. So, jetzt ist auch noch ein Zombie wieder. Er spawnt. Muss ich aufpassen. Keine Hits mehr kassieren, unnötige. So, geht der Schalter jetzt oder immer noch nicht? Nee. Dann müssen wir jetzt hier links. Also ich muss sagen, der Untergrund, der gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Nein, nicht aufteilen, Leute. Alle zusammenbleiben, bitte. Stufe 13, schön. Oh, der geht tot, ist nicht so schön. Leute, ich glaube, ich gehe mir erstmal heilen irgendwo. Ich glaube, ich gehe schlafen. Reißt uns zwar ein bisschen raus jetzt hier, aber ist besser, als wenn ich jetzt wieder einen Trank nehme, weil ich habe keine Heilung mehr. Kann ich mich hier raus teleportieren ins neue Lager? Nee, natürlich nicht.
Dann lad schon mal zurück. Ich hoffe, jetzt spawnt da nicht alles wieder. Deswegen speichern wir jetzt hier ab. Und laufen zurück. Epic falsch. Müsst ihr euch einfach vorstellen, wie so ein Abenteuer bei Dungeons & Dragons. Wenn die Gruppe erschöpft ist, kehren die auch erstmal zurück, machen erstmal ein Schläfchen, stärken sich und kommen dann gestärkt wieder. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ja, ja. Oder so ein Sauwetter. Bin mal gespannt, was sind denn die Waffen wert, die ich gerade hier von den komischen Goblins bekommen habe. Zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Lassen bei, okay, ein bisschen Erz. Finde ich schön. Ja, die sind ein bisschen was wert. Finde ich schön. Nicht viel muss man sagen, aber besser als nichts. Münzen haben wir auch bekommen. Gucken wir mal, wie viele. Oh, noch mehr Lederbeutel. Ein Kassiermesser. Super. Ah, nur 10. Schade. Naja, gut. Stell dir mal vor, ich hätte eine bessere Rüstung. Die schwere Gardistenrüstung oder so. Ey, der wäre ja so ein Traum. Ab in den Keller. So, da sind wir wieder. Okay. Ist nichts neu gespawnt, finde ich schön. Immer ein kleiner Trost. Draußen knallen die Silvesterknaller. Die Leute haben wieder zu viel Geld. Können sich gefühlt keine Nahrungsmittel mehr leisten, aber da oben fliegen die Knaller. Wo waren wir denn stehen geblieben? Was ist das da für ein goldenes Poloch? Okay, wir speichern hier mal ab. Ich glaube, hier war ich stehen geblieben. Geh erstmal geradeaus weiter, bevor wir zum Poloch gehen. Vorwasserflasche, noch ein Trank. Hier spawnen bestimmt wieder welche. Die haben mich hier gerade alle getroffen gefühlt. Okay, das laden wir nochmal, Leute. Das war gerade nicht so geil. Kommen wir eigentlich gerade eben
recht sicher gewesen und plötzlich treffen mich alle. Ja, jetzt schon wieder. Geil. Nee, das kann ich nicht so lassen, Leute. Da muss ich mich ja direkt heilen mit meinem letzten Heiltrank. Was ist denn das da hinten, Alter? Aber wir clearen hier erstmal. Nein, nicht den anvisieren, Mann! Mein Gott, wie scheiße bin ich denn gerade? Ich habe ja schon super viele von diesen Gruppen zerlegt. Jetzt verkacke ich wieder bei der letzten, ey. Das ist doch jetzt gewiptet, ey. Holy shit! Komm mal her jetzt. Gut, muss ich wohl so annehmen, wa? Waren das alle oder kommt da noch wer? Nee, waren alle. Da ist die letzte Leiche. Ja, kommt mal her. War hier leben, kommt mal nicht her. Zumindest nicht zu zweit. Scheiße. Der Held müsste mal kritten, bitte. Alter, genau der letzte Hit, der trifft nicht, Alter. Wie kann das denn sein? Der ist wirklich geskriptet hier. Der letzte Hit war wieder so ein Scheiß-Hit. Was kann ich die wieder machen, diese scheiß Kackgoblins? Nein, immer die Gruppe anvisieren, bitte, nicht den Einzelnen. So, jetzt nochmal den Spaß. Ja, immer schön krippen hält. Dann haben wir keine Probleme. Nein! Schön. Dupi wird doch langsam alt für die Spieler, ey. Also zumindest auf den Schwierigkeitsgrad. Hat der letzten auch. Vorgestern Geburtstag. Dann ja älter. Holy shit, ey. Wir finden erstmal hier so ein scheiß Bolzen hier und Pfeile. Kann ich verkaufen. So, was steht jetzt hier? Neben der Leiche liegt ein Buch. Endlich der Almanach. Es fehlen einige Seiten. Zum Glück stimmen die herausgerissenen Seiten, die ich vorhin gefunden habe, mit dem Ganzen überein. Ausgezeichnet. Das Buch ist jetzt vollständig. Allerdings habe ich den Fokusstein immer noch nicht gefunden. Ich muss die anderen Räume durchsuchen. Können wir machen, Held. Können wir machen.
Erstmal den Trank hier. Bisschen Käse. Um die Stimmung zu lockern. Da ist Durchfall vorprogrammiert. Aber hier jetzt Scavenger Eye. Okay, die sind ja richtig gut, die Eier. Holy shit. Ja gut, jetzt zu den komischen leuchtenden Poloch da war. Achso, ist einfach nur ein Grafikfehler gewesen. Ich wette, jetzt funktioniert der Hebel. Oh ne, jetzt hauchen wir nicht in den Nacken, alle Bäder nicht, bitte. Und wenn einer nur kommt, dann bin ich das. Könnt da bleiben. So, jetzt müsste der Hebel eigentlich funktionieren, oder? So ein Zufall. So, ich kann noch ihn grunzen. Wo ist er? Der ist da stuck. Der Hebel funktionierte auf magische Art und Weise. Der Held sagte, Sesam, öffne dich. Ich frage mich, was ich in den Kammern finden werde. Ja, wahrscheinlich ein Endboss war hier. Oh, toter Drache. Zombie-Drache. Handvoll Münzen, schön, für Diego. Okay, Verwandlung Fleischschwanze. Verstärktes Holz. Was ist da oben? Sotanisches Öl. Okay, nie gehört. Weiter. Mein Gott. Jetzt entspannt euch mal mit den Zombies. Einer nach dem anderen, bitte. Nein! Jetzt kritte doch mal bitte, was soll denn die Scheiße? Nein, du bleibst da. Nein! Oh. Ey, das ist wirklich geskriptet. Kannst du mir nicht erzählen, dass immer der letzte Hit trifft?
Also was hat er auch geschrieben jetzt hier? Mehr und mehr tatkräftige Novizen. Was ist hier eigentlich los? Ich muss den Fokusstein finden und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Endlich mal ein paar intelligente Worte, mein Freund. Also Korkalom, der hat hier schon eine recht lange Zeit, würde ich mal sagen, ein paar Experimente durchgeführt. Der wusste wahrscheinlich von Anfang an vom Schläfer, oder? Oder zumindest schon eine längere Zeit. Kann man mir nicht erzählen hier. Scheiße, sind viel zu viele. So, jetzt mal wieder stuck gegen die Wand, bitte. So, ist gut. Scheiße. Würde aber mal sagen, wir nehmen erstmal Tränke hier, ganz entspannt. Wir steigen mal die nächste Stufe. Dann futtern wir was. Was hatte ich denn gerade nochmal? Ach, diese Höllenpilze, oder? Wo sitzen die nochmal hier? Ne, die Scavenger-Eier hatten wir. Hier hat er also seine schmutzigen Nachforschungen angestellt. Ich werde den ganzen Raum gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich einen Hinweis auf den Fokusstein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Speichern. Boah, Kalom, der Elende. Aber richtig geil, dass sie den jetzt so ein bisschen noch hervorgehoben haben, muss ich sagen. Ja, seine Mindcrawler-Experimente gemacht. Was ist das für ein Ding? Relikt eines Politogen? Was war das denn? Ah, hier neue Kette. Geil. Ich heile mich die ganze Zeit über. Pro Kill zumindest. Dazu bekomme ich mehr Leben und wenn ich mich heile, zum Beispiel mit dem Trank, bekomme ich 5 Heilungspunkte mehr. Ja gut, aber ich brauche momentan die Stärke. Nehme ich Energie plus 20, so nicht schlecht. Ja, vielleicht später. Wenn ich schon stärker bin. Weil ich One-Shotte, dann ist das ganz gut, muss ich sagen. So, was ist hier? Buchständer. Ergebnisse. Ein Teil der Crawler wies eine hohe Menge an Gift auf, aber das Sekret scheint sich nur in ihren Giftdrüsen zu sammeln. Die Jagd auf diese Bestien muss so schnell wie möglich beginnen.
Die ersten Versuche wurden an Goblins verabreicht. Schwarze Goblins haben eine höhere Resistenz gegen Gift. Das hat mir bei meiner Nachforschung nicht viel geholfen. Ich muss anfangen, es an Menschen zu testen. Erster Patient. Verbrennungen in Magen, Darm und Bereich. Magen-Darm-Bereich, so. Trockene Augen. Ich muss mehr Sumpfkraut hinzufügen. Zweiter Patient. Blut aus der Nase. Brennendes Gefühl in Eingeweiden. Etwas fehlt. Der Anbau der Zauberwurzeln, die für die Nachforschungen benötigt wird, hat begonnen. Das soll die Verbrennungen stoppen. Ich musste die Ergebnisse mit der Magie unseres Herrn beschleunigen. Ich habe bereits, was ich brauche. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Schön Erz, danke. Eine weiße Perle. Korka Loms Labornotizen. Jetzt. Oh, schon wieder ein scheiß Zombie. Nee, das ist Kane, oder? Der miese Drecksack. Hey, wo kommst du denn her? Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Hältst du mich für so dämlich? Ja. Nee, das ist ein Petit. Okay, der hat ordentlich was aus, scheiße. Scheiße, bin gleich tot. Okay, scheiße. Ey, brauch auch nicht eine andere Rüstung, ey, das ist ja zum Kotzen. Hey! Ja. Scheiße, wo daneben? Schöner Körper. Sehe nichts. Junge, will der mich verarschen? Den krieg 150 Erfahrung, ist ja lächerlich. Vereinbartes Treffen-Hype bekommen. Notizen. Notizen eines Magiers, da wollen wir nicht. Erstmal Koala Kaloms Labornotizen. Mein erster Partner wartet immer noch auf Hilfe bei seinen Sumpfkrautproduktionen. Wir hatten eine Abmachung, erinnerst du dich? Kalom, Geduld. Ja, keine Ahnung, Quentin oder so. Soweit es uns betrifft, ist dies die letzte Förderung von Leuten. Braucht ihr so dringend neue Mitglieder? Wo bringst du sie eigentlich unter? Kalom, ich bezahle dich nicht, um Fragen zu stellen. Irgendwer? Meine Geduld ist am Ende, Glatzkopf. Gleich nach der Beschwörung des Schläfers will ich den Fokusstein sehen. Sonst hast du weniger Zähne als Adonis. Dreizack. Ich habe einen seriösen Käufer aus Korinnes. Kalom, der Stein wird dir gehören, sobald er herbeigerufen wird. Ich werde einen Boten zu dir schicken. Aber du musst die Kisten selbst mitnehmen. Sie ist verschlossen. Du brauchst also nicht zu befürchten. Unbekannt, vergiss nur nicht, uns den Schlüssel zu geben. Okay, wir könnten das sein? Quentin? Vereinbartes Treffen. Die Sache ist ganz einfach. Schleiche dich ins Lager.
Stell dich dumm. Die werden dich schon reinlassen. Dann finde das Labor. Das Sumpflager ist recht verwinkelt. Also verirre dich nicht. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Dort angekommen findest du eine versteckte Treppe. Dort unten ist sein geheimes Labor. Er muss seinen Schlüssel irgendwo dort aufbewahrt haben. Falls du dort unten jemanden antreffen solltest, töte ihn. Wenn du den Schlüssel gefunden hast, bring ihn zu unserem geheimen Unterschlupf. Es befindet sich neben einem großen Wasserfall. Du findest es zwischen dem Lager der Bruderschaft und dem alten Lager. Wenn du die Brücke überquerst, sagst du der Wache, wer dich geschickt hat. Ah, ich weiß, wo es ist, wo früher die schwarzen Goblins und der Almanach war. Sagst du der Wache, wer dich geschickt hat und dass du mit dem Schlüssel kommst. Was die Belohnung angeht, so steht alles bereit, dein Schutzengel. Okay, habe ich den Schlüssel jetzt eigentlich? Hab ich gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich schon, oder? Der große Wasserfall, der in der Nachricht erwähnt wird, muss derjenige in der Nähe des alten Lagers sein. Ja, super geil. Hab ich gerade gelesen, Kollege. Habe ich jetzt gerade einen Schlüssel gefunden, ist die Frage. Ich habe nicht aufgepasst. Wir gehen einfach mal alle Schlüssel durch. Die Bienen sind es hier nicht. Laborschlüssel. Ja, ich denke schon, oder? Wird der hier sein. Truhe habe ich geplündert. Gut, dann muss ich zum Wasserfall. Okay, krass. Die Mission haben sie echt erweitert. Richtig geil, muss man sagen. Die Mission um Neck hat mir auch ziemlich gut gefallen bis jetzt. Mal gucken, was hier noch so kommt. Muss ich jetzt mal rausfinden. Wollen auch schwach sein, wie wir in der Bandit hier eigentlich durchgekommen. Gegen die ganzen Horn von Untoten. Ich hab's ja gerade so geschafft. Hey, was sagst du eigentlich dazu, du zum Labor? Hast mir ganz schön aufs Maul gehauen. Ja. Will ich trotzdem nicht stecken. Ein guter Kampf. Ach so, verdient. Naja, ich müsste eigentlich mit umlegen, genau wie die Leibwache da oben. Als ob ihr davon nicht wisst. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn man die Party erstmal an der Stelle. Geile neue Mission, muss ich sagen. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Ich hoffe, ich hab den Schlüssel. Aber wahrscheinlich ist es so gemeint, Kork Along hat mir einen Schlüssel gegeben. Ach Quatsch, Kork Anger hat mir einen Schlüssel gegeben. Mein Schlüssel kann ich gerne Truhe öffnen. Wahrscheinlich ist die Truhe, wo die Truhe verschippt von den Banditen oder beziehungsweise von Kork Along, in der Nachricht stand. Da wird die Truhe sein, womit ich den Schlüssel, von dem ich jetzt den Schlüssel habe, womit ich die Truhe öffnen kann. So, jetzt habe ich es geschafft. Holy shit.
So, spritzen wir mal ein bisschen. So, hier speichern wir nochmal. Man weiß ja nie, was im Wald lauert. Vielleicht laufe ich gleich einen Tyrannosaurus Rex über den Weg. Man weiß ja hier nie. Minenraupenwagen meint in den Kommentaren auch, hier sind irgendwie zwei komplett neue Monster drin. Die habe ich noch nicht entdeckt. Bin gespannt. Weil so viel habe ich auch noch nicht erkundet, die Wälder und so. Den mag ich später, wenn ich stärker bin. Kein Bock hier, mich durchzusterben. Mistvieh. Nur sind wir bald wieder Stufe ab. Level ab. Okay. Ist auch wieder ein Ork-Hund, oder? Den holen wir uns noch. Der tötet uns einfach. Nee, natürlich nicht. Ich wollte nur Spannung aufbauen. Vielleicht kommt wieder Schrat an den Dackelt. Moin! Alter Hauding. Schon wieder. So, da lang geht's zum Wasserfall. Den Kaida holen, so holen wir uns noch. Aber bevor wir zum Wasserfall gehen, geh ich noch pennen. Schon. Den Wasserfall machen wir dann in der nächsten Folge. Die Folge geht nämlich schon wieder lange genug. Eigentlich will ich die Folge nicht mehr so lang machen. Haut will ich trotzdem. So schön. Dann danke fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bei Gothic 1, der Othello-Mod. Haut da rein.